Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, dass ich bei diesem Tag der Nachhaltigkeit dabei sein darf. Wir haben ja schon tolle Vorträge gehört und ich möchte heute vorstellen, welches Nachhaltigkeits-Mindset die Aktivsenioren haben nach dem Motto Wissen wollen tun. Ich möchte gerne über folgende Themen mit Ihnen sprechen. Wer bin ich? Warum sind die Aktivsenioren nachhaltig? Warum gibt es uns? Wie helfen wir? Welche Probleme wollen wir lösen? Was bieten wir an? Was ist unser Mindset und unsere Methoden? Und schließlich, wem helfen wir? Ja, wer bin ich? In der letzten Woche ist in der Fränkischen Landeszeitung geschrieben worden, ich bin ein fränkisch-rustikaler Macher. Folgerdon blickt auf Jahrzehnte in die Industrie zurück. Heute macht er Musik und engagiert sich für junge Unternehmen. Ja, das mache ich mit großer Leidenschaft bei den Aktivsenioren, um ehrenamtlich zu helfen und das zurückzugeben, was mir das Leben geschenkt hat. Meine Keimzelle war das Reformhaus, also ein ganz nachhaltiges Unternehmen, auch in der Zielsetzung. War dann in den verschiedensten Funktionen im Einzelhandel, im Großhandel tätig und war da also über 20 Jahre bei der Schöller-Gruppe, war dort als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb tätig, war Pressesprecher und habe interessante Menschen kennenlernen dürfen. Mir war immer wichtig, 100% Verantwortung zu übernehmen und das muss ich Ihnen sagen. Ich habe alle Fehler der Welt gemacht. Daher ist mein Erfahrungs- und Wissensrucksack ziemlich dick. Danach bin ich also als Aufsichtsrat, als Beirat, als Gesellschafter, als Berater bei den unterschiedlichsten Unternehmungen tätig. Und das ist mein liebster Arbeitsplatz. Und das kann ich Ihnen sagen. Ich bin so dankbar, dass ich in meinen alten Tagen noch in drei Bands spielen darf. Mit 16 Jahren habe ich begonnen. Während meines Berufslebens war das alles ein bisschen schwierig. Aber jetzt mache ich wieder Musik. Und hier haben wir zum Beispiel eine Band, da bin ich sogar der Jüngste, der Benjamin. Alle anderen sind über 80 Jahre. Das ist im Jazz und im Swing ist das ohne weiteres möglich. Warum sind wir nachhaltig? In unserem 35-jährigen Bestehen haben wir uns immer nach den Dringlichkeiten der technologischen, sozialen und ökologischen Lösung ausgerichtet und angepasst. Weil wir an eine nachhaltige und lebenswerte Welt glauben und weil wir unseren Klienten Vertrauen, Wertschätzung und Respekt entgegenbringen. Weil wir wissen, dass eine nachhaltige Unternehmensführung erfolgreicher ist. Das fängt bei der Mitarbeiterkommunikation an und hört auf, dass man Licht und Heizung ausschaltet, wenn man es nicht braucht. Weil wir empfehlen, wie man mit kleinen Maßnahmen, zum Beispiel Wiederverwendbarkeit, Firmenfahrrad, Nachhaltigkeit ins Unternehmen bringt. Aber auch, dass wir es mit neuen Generationen zu tun haben, wo zum Beispiel der Roboter nachhaltig sein wird. Damit müssen wir leben, ob wir wollen oder nicht. Corona ist einfach, für uns alle ist es eine Gratwanderung zwischen Planbarkeit und Flexibilität. Deshalb braucht es unser nachhaltiges Engagement mit unserer Durchführungsmentalität, Wissen, Wollen, Tun. Das ist unser Mehrwert, unsere Erfahrung für Ihre Zukunft. Warum gibt es uns? Erfahrung und Wissen ist unser genetischer Code seit 35 Jahren. Uns geht es um gelebte Sinnhaftigkeit im Austausch mit unseren Kunden und der Gesellschaft. Der gemeinnützige Verein und stützt sich auf aktive Mitglieder aus allen Regionen Bayerns und Südtirol. Wir sind über 430 Unternehmer, selbstständige Führungskräfte, Fachkräfte im Ruhestand. Wir haben einen
gewaltigen Wissensrucksack, den wir aus vielen Branchen und vielen Funktionen aus langjähriger Führungspraxis uns angeeignet haben. Und wir helfen ehrenamtlich und honorarfrei. Wir sind unabhängig und beraten stets uneigennützig. Unser Wirkungsbereich liegt in Bayern und Südtirol. Unsere Zentrale ist in München mit 3 Vorständen aufgeteilt, sind wir in die jeweiligen Regionen mit einem Regionsleiter in Mittelfranken, in unserer Stadt in Mittelfranken. In der Regel ist es so, dass die Aufträge über die oben genannte Webadresse, also www.aktivsenioren.de, in der Zentrale eingehen. Dort werden die Aufträge an die Regionalleiter verschickt, diese dann jeweils an die einzelnen Spezialisten vor Ort weiterleiten. Es gibt, glaube ich, keinen Berufsbereich, den wir hier nicht abdecken. Was bieten wir an? Es ist so, dass die Interessenten zu unseren Sprechinformationstagen kommen, die in fast jeder Stadt in Bayern durchgeführt werden. Dort kommen die Interessenten von den Wirtschaftsförderungen, von den Arbeitsagenturen, von den Banken, von den IHKs nach jeweiliger Anmeldung. Dort tragen sie ihr Anliegen vor. Oft müssen wir sie dann allerdings auch wieder nach Hause schicken, weil sie zum Beispiel noch nicht geeignet sind, in eine Selbstständigkeit zu gehen. Wir zeigen eben hier den Kompass auf, um was es geht. Hilfe zur Selbsthilfe. Wir machen nicht den Job, sondern wir helfen, beraten, Unterstützung. Wir gehen schon mal mit zu den Banken und zu dem Steuerberater oder den Vermietern, wenn es ein Mietproblem gibt. Wir arbeiten ehrenamtlich. Lediglich kleine Kostenpauschalen berechnen wir. Und das sind unsere Spatten, die wir haben von der Existenzgründung, Unternehmensnachfolge, Geschäftsmodellanalysen. Neu, was wir ganz intensiv betreiben, ist der digitale Check, gerade auch für kleine Unternehmen, ganz wichtig, gerade auch in dem Thema Nachhaltigkeit, Krisenmanagement, Unternehmensführung und ganz wichtig unsere Bildungsprojekte, die wir durchführen für Werbetraining, Weg in die Selbstständigkeit, Zeitplanung, Management und so weiter. Ich hatte hier mal eine Dame, weil wir auch für Menschen mit Handicap Existenzgründung begleiten, die MS hat und im Rollstuhl sitzt. Und die hat eine Hundeschule eröffnen wollen. Ich habe mal immer gedacht, ja, wie geht denn sowas? Aber sie hat mit so viel Energie und mit so viel Kraft dieses Unternehmen für sich gegründet. Und wir konnten sie unterstützen, damit sie mehr Öffentlichkeitswirksamkeit letztlich erreicht. Das ist alles unser Markenkern. Ich bin seit über eineinhalb Jahren nun bei den Aktivsenioren und ich habe in meinem Leben ja viel mit Programmen gearbeitet und ich war total überrascht, welche professionellen Tools hier in Anwendung kommen. Die Tragfähigkeitsbescheinigungen für die Arbeitsagenturen aus. Unsere Business- und Finanzpläne werden von den Banken sehr gelobt, aber auch von der Agentur für Arbeit. 2019 haben wir fast 1200 Beratungsaufträge abgewickelt. Also eine ganz schöne Zahl, wo wir letztlich unsere Hilfe anbieten. Und dann sind wir schon bei dem Thema, wem helfen wir? Sie können ja selber lesen, der Schwerpunkt ist in der Existenzgründung und in der Beratung von KMUs. Aber immer mehr sind wir auch gefragt bei öffentlichen Einrichtungen, aber auch Sportvereinen. Und Sie sehen also hier, dass gerade diese schulischen Einrichtungen über Mittelschulen, Volkshochschulen, Hochschulen und Universitäten einen breiten Raum bei uns einnehmen. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen, wo wir geholfen haben. Ein Uhrmachermeister kommt zu uns, ist total unglücklich, weil er seinen Job verloren hat und keine neue Anstellung gefunden hat.
Wir beraten ihn und empfehlen ihm eine Selbstständigkeit und er geht zuversichtlich nach Hause. Und es war für uns einfach toll, wie engagiert er hier mitgearbeitet hat. Er ist wirklich in den Lösungsmodus gekommen und wir haben eben seinen Business- und Finanzplan mit ihm erstellt. Wir haben die Marktanalyse vorgenommen und wir motivieren immer letztlich für nachhaltige Werte, die unser Klient dann hoffentlich auch einsetzt. Ein weiteres Beispiel ist eine Genussmanufaktur. Das war auch ein ganz interessanter Auftrag zur Sicherung der Zukunft. Sinnvoll gebündelte nachhaltige Maßnahmen in neue Erlebniswelten umsetzen. Wir haben eine SWOT-Analyse gemacht. Wir haben festgestellt, dass der Vertrieb nicht gut aufgestellt ist in Unternehmensprozessen mit Erweiterung von Erlebniswelten. Und immer wieder, was wir immer wieder machen, setz dich doch bitte auf den Stuhl deiner Kunden. Dann kannst du sicherlich auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und jetzt zeige ich Ihnen ein ganz nachhaltiges Programm von uns, nämlich den Lesekoch. Los geht's. Sehr schön. Krisan, jawohl. Krisan, genau, wunderbar. Ja, weil ich Kindern helfen will, richtig lesen zu können, weil Lesen eine der Voraussetzungen ist, die man im täglichen Leben braucht und die den Zugang zur Bildung überhaupt sicherstellt. Und wer nicht lesen kann, der tut es in allen anderen Schulfächern automatisch schwerer, braucht länger für die Hausaufgaben und so weiter. Und es macht halt Spaß, wenn ich sehe, dass die Kinder Erfolg haben. Ja, ein schönes Beispiel, wo wir immer wieder helfen können und wo nachhaltig wir was für Kinder und für Jugendliche erreichen können. Auch das hat uns Spaß gemacht. Ein junges, studiertes Paar, denen die Umwelt am Herzen liegt, will sich selbstständig machen. Die Frau, die mit ihrem Töchterchen auf dem Bild zu sehen ist, war in Indien, hat gesehen, was hier für ein umweltschädlicher Wahnsinn vorherrscht, hat gesagt, das will ich in Deutschland ändern. Ich will meinen Beitrag liefern, um die Umweltsünden, die Müll, verschmutzte Luft, Treibhausgase zu verbessern. Wir haben sie dann beraten in dem Aufbau ihres Biohofes mit Beschickung vom Wochenmarkt, Bioladen und Gemüsebox. Wir haben sie bei den Fördertöpfen unterstützt. Wir haben das Geschäftsmodell mit ihnen aufgebaut und haben letztlich bestätigt die extreme nachhaltigen Prozesse, die dieses junge Paar hier vorhat. Ich zeige Ihnen gleich einige selbstständige Lehrer dieser Musikschule, die hatten in der Pandemie kein Einkommen. Und das war halt das Riesenproblem, weil sie in Schulen und in Kindergärten unterrichten. Und der Unterricht konnte nur eben in kleinem Umfang online stattfinden. Also es war hier eine ziemliche Ohnmacht, weil eben die Beiträge zum Lebensunterhalt hier total weggebrochen sind. Und weil sie mehr oder weniger auch keine Unterstützung bekommen haben. Auch hier haben wir gut helfen können in der Initiierung und Verstärkung von Markenbekanntheit, PR-Maßnahmen und vor allem im Aufbau von Social Media, weil sie da bisher ganz schlecht aufgestellt waren. Ja, das sind die zwei Inhaber dieser Musikschule. Thank you.
Ja, aber toll, diesen Leuten zu helfen. Ein letztes Beispiel, ein ganz spannendes Thema für mich. Da ruft mich eine Dame an und erzählt mir irgendwas, dass sie eine Reflexionsdämmung für Häuser erfunden hat, die zu geringerer Energiebelastung beitragen. Das natürlich ohne Verwendung von Giftstoffen. Ich spreche mit ihr und dann stellt sich heraus, dass sie ganz viele Mitstreiter im gesamten Bundesgebiet gefunden hat, um autarkes und energieoptimiertes Wohnen zu ermöglichen. Und was will ich Ihnen sagen? Wir hatten Zusammenkünfte von Herstellern, von Architekten, von Dienstleistungen, von Handwerkern und wir sind im Moment dabei, Netzwerk für autarkes und energieoptimiertes Wohnen aufzubauen. Hier natürlich Schwerpunkt unserer Tätigkeiten, das Selbstverständnis und das Mindset für die grüne Welle im Bausektor, Beratung der strategischen und organisatorischen Maßnahmen und letztlich Finden von Emotionswelten für wohngesunde und nachhaltige Baulösungen, effektive Raumtemperaturen, auch ohne Klimaanlage und wie man letztlich energieeffizient nutzen kann. Also ein toller Auftrag, den wir hier haben, der noch weiterläuft und der sicherlich auch bald in der Öffentlichkeit präsent werden wird. Ja, so viel zu den Beispielen. Zusammengefasst, ich habe das jetzt in Du gefasst, ich hoffe, das ist in Ordnung. Du tust dich schwer, in den Lösungsmodus bezüglich Nachhaltigkeit zu kommen. Wir helfen dir weiter. Du bist in Marketingfragen, Social Media nicht so erfahren. Wir haben die Experten in unserem Verein. Du kennst die Fördermöglichkeiten für Existenzgründung nicht so gut. Das ist unsere Hauptkompetenz. Du willst keinen Chef mehr, der für dich bestimmt. Du willst dein eigener Boss sein. Wir haben die Werkzeuge für Businessplan und Finanzplan. Und wenn du meinst, dass wir ein Wettbewerber zu dir sind, aber absolut nicht, wir ergänzen dich hervorragend. Machen ist wie wollen, nur viel, viel krasser. Ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben.